Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, liebe Leute, wir waren nicht beim letzten Mal in unserer Hausstadt und haben uns, ja, hier komplett aufgebaut. Sehen gerade, dass wir die Nachfrage bei Wohnungen hoch haben, aber bei Gewerbe nicht so. Und ich würde vorschlagen, wir machen hier einfach mal weiter. So, gucken wir mal, ob sie hier neue Gebäude aufbauen, wenn wir hier einen Bäumetrick machen. Ja, das machen sie. Sehr gut. gut, dann gab es noch eine Sache, wo ihr mich darauf hingewiesen habt, warum die eine Fähre hier nicht funktioniert. Es liegt tatsächlich daran, guckt euch die Straßenverbindung an. Das kann ja auch nicht funktionieren, wenn die Straße hier nicht verbunden ist. So, dann war das auch aus der Welt. Genau, und schon wird's genutzt. Seht ihr das? Schon wird das Ding genutzt. Und zwar richtig krass, schaut euch das an, Auto 2598. Jawohl. Richtig krass. Und ja, wie es jetzt verkehrstechnisch aussieht. Die Brücke sollte entlastet sein. Es ist orange, das ist gut so. Die U-Bahn ist halt krass. Und wir sehen unsere Schiffe rumfahren. Jawohl. Sehr schön. Das heißt, dann hätten wir den Punkt abgefrühstückt, sag ich einfach mal. Und hier ist irgendwo ein Bandagen... Ja, ich dachte, das Spiel stürzt ab, aber nein. Hier ist ein Bandagenblues, der gerade läuft. Wo ist denn das? Ach, okay. Das ist kein Problem. Da können wir nämlich stattdessen kleine Gewerbegebiete für abreißen. Und hier unten ein neues Krankenhaus hier machen. So, gut. Dann haben wir das. Und dann können wir uns, ja, weiter expandieren. Und, genau, dann würde ich vorschlagen, machen wir das einfach mal. So. Ja, ich würde vorschlagen, wir machen hier das nächste Wohngebiet hin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Genau. Und einmal so. Und dann machen wir hier unten nämlich erstmal neue Einrichtungen hin. So. Wir brauchen nämlich wieder alles. Hier. Gefängnis brauchen wir nicht. Wir brauchen hier einmal Polizei. Feuerwehr. Ganz klar. Immer bei jedem neuen Wohngebiet. Krankenhaus. Und Bildungseinrichtungen. Das heißt große Grundschule. Zum Glück. Okay, das Spiel läuft gerade ein bisschen. Bisschen unflüssig, aber sollte nicht weiter schlimm sein. So eine städtische Hochschule brauchen wir. Verdammt, ich habe das gerade ein bisschen blöd aufgebaut, merke ich gerade. Mach das bitte nochmal weg, das Zeug. Warum läuft das denn nicht so glücklich, das Spiel? Hallo? So, nochmal. Ich meine, wir haben ja die Kohle, ne? Wir haben es ja. So, dann einmal städtische Hochschule. Die muss überall dabei sein. Warum? Hallo? So, ich glaube, unsere Stadt wird langsam zu groß. Das kann gut sein. So, einmal eine Grundschule brauchen wir noch. Und einmal eine große weiterführende Schule. Ich hoffe, dass die so da reinpasst. Jawoll, schaut euch das an. Wunderschön sieht das aus. Da würde ich vorschlagen, machen wir hier einfach ausnahmsweise mal eine Landstraße hin. So, und dann können wir hier loslegen mit neuen Wohngebieten. Und diesmal werde ich es auch so machen, dass wir hier 3x3 und 4x4 und in der Mitte schön Parks reinmachen. Genau. Weil, oh, schaut euch das an, da kommen sie schon hier. Da kommen sie schon. Ganz vorsichtig. So, wir brauchen da natürlich noch eine Verkehrsanbindung für euch hier, ne? Ja, ist jetzt... So, genau, Bushaltestelle und hier mit einer U-Bahn verbinden. Und genau, liebe Leute, ja. Weiter geht's mit SimCity 4. An diesem Sonntagnachmittag wieder ganz klassisch hier. Und ich finde es schade, dass man hier keine Verbindung... Oh! Okay, ich habe nichts gesagt.
Man kann eine Verbindung herstellen. Wunderbar. Gut. Dann haben wir hier nämlich auch ein bisschen verkehrstechnisch Entlastung, sagen wir einfach mal so, beim Verkehr. Und hier siehst du, die U-Bahn wird schon voll genutzt hier. Oder ist das die Fährenstrecke? Ist das die U-Bahn oder die Fähre? Wartet mal, mach mal bitte U-Bahn. Könnte auch die U-Bahn sein, ne? Bin ich mir nicht genau sicher. Auf jeden Fall wird die Fähre halt auch genutzt, wie ihr seht. Ja. Und da kommen doch schon wieder sehr, sehr krasse Gebäude. Ja, finde ich gut. Da haben wir auch schon wieder fast unser Finanz... Da haben wir auch schon wieder unser Finanzloch gefüllt. Ah, so muss das aussehen, Freunde. So muss das wirklich aussehen hier. Machen wir hier noch schön an den Hafen. So. Jawoll. Sehr schön. Ah, so will ich das haben. So will ich das haben. So, dann mach hier nochmal euch Wohngebiet hin. Und dann müssen wir ein bisschen abwarten, bis die ja, eine Bildung haben. Die Leute. Hier mal Bushaltestelle hin und hier einmal eine U-Bahn-Station. So, ist auch direkt verbunden. Das ist sehr gut. Und genau, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt hier. Bei SimCity 4. Wie es jetzt natürlich ganz normal weitergeht. An diesem Sonntagnachmittag. Und hoffe, dass, dass es euch so weit gut geht in dieser schwierigen Zeit. Ist ja jetzt nicht mehr nur wegen Corona schwierig, sondern generell einfach die ganze Situation ist ja mit Krieg und Energie und so weiter ist ja nicht gerade schön. Ne? Aber ich hoffe, wie gesagt, dass euch das nicht zu sehr auf die Laude drückt. Bei mir ist es manchmal schon ein bisschen krass, was das angeht, aber naja. Da muss halt jeder, glaube ich, gerade irgendwie durch. Ne? Von daher, lass uns einfach das Beste draus machen und hier SimCity weiterspielen. Ja. Man will ja nicht in Lethargie verfallen, nicht wahr? So, dann machen wir mal weiter. Bahnstation, genau. Das wäre ja zu gut, ne? Aber nee, geht leider nicht. Okay. Aber wir haben doch schon hier gute Verbindungswege geschaffen. So, dann einmal Bäume trick. Und warum? Was habt ihr? Warum? Ihr wollt Bäume oder was, ne? Ja, ihr wollt Bäume haben. Okay, dann kriegt ihr halt die Bäume. So, jawoll. Oh, schaut euch das an. Da kommt wieder neue Einwohner. Einwohner und Geldquellen. So, habt ihr denn einen langen Pendelsweg oder was ist hier los? Oh ja. Ihr fahrt auf die andere Seite. Ja gut, die Gewerbenachfrage kommt wieder. Daran wird es wohl liegen. Ja, genau, das sieht nämlich tatsächlich so aus. Das heißt, wir müssen Jobs bauen und ich speichere das lieber erstmal, bevor wir hier das Spiel abstürzt. Ja, das dauert immer eine Weile, das Abspeichern. Leider, leider. Das liegt halt an meiner alten Kiste, glaube ich. Und am Spiel selber, weil wir haben schon fast 2 Millionen Einwohner. So, da bauen sie wieder Unfälle, die Leute hier. Ja, ganz toll. Können wieder nicht Auto fahren. Hoppala, nee, das wollte ich jetzt nicht. Gut, und dann machen wir euch hier direkt Jobs hin. Oh, die Jobs. So, gut. Heißt aber auch, dass die wieder eine Verkehrsanbindung brauchen. Genau. So. Und, sehr schön. Dann haben wir hier nämlich unser Wachstum wieder verfestigt. Finde ich gut. Und, genau, dann verbinden wir das noch einmal so. Dann haben wir nämlich wieder unser krasses U-Bahn-Netz auch hier unten. So, genau. Genau. Und den Rest können wir dann so befüllen. Mit ein paar Stadtwäldern. Na, komm. Das ist blöd, dass das manchmal hier so, was soll ich sagen, rot wird im Prinzip.
So, und dann sollten sie jetzt eigentlich hier dazu kommen. So, dann. Hallo? Ach, okay. Ja, Moment. Haben wir denn hier Polizei und alles? Ja, haben wir doch hier aufgebaut. Daran sollte es nicht liegen. Haben die Wasser? Oha. Ihr habt Wasser, also eigentlich. Hoppala. Wollt ihr nur 3x3? Ja, dann machen wir halt nur 3x3. Dann. Was ist hier los mit euch? Warum kommt da nichts? Keine Gewerbenachfrage oder was? Wie jetzt? Was ist das denn hier? Aufgrund langer Pendelstrecke verlassen. Ja, dann bau die mal bitte neu auf. Ich glaube, wir müssen auch ein bisschen warten, tatsächlich, bis die Bildung hier wieder greift in unserem neuen Gebiet. Ne? Das kann sehr gut sein. Und ihr seht, die Nachfrage ist zwar da, aber die Bildung hier unten. Genau, die muss sich halt noch entfalten, von daher. Ach, guckt mal, da kommen sie doch schon. Da kommen sie doch schon. Venture Corp Headquarters, jawohl. Einfach ein bisschen abwarten, würde ich sagen. Gucken wir uns währenddessen mal Luftverschmutzung und Wasserverschmutzung an. Die ist gut, Luftverschmutzung ist auch gering. Also das sollte passen. Umweltwert, ja. Verkehrswert geht auch ein bisschen leicht nach rechts. Genau, währenddessen können wir mal nach dem Verkehr gucken. Ja, ist doch alles entspannt hier auf der Seite. Bandagenblues schon wieder. Warum das denn? Im neuen Krankenhaus. Dann baut er direkt eins daneben. Warum denn nicht? So. Okay. Ja, daran kann es natürlich auch liegen, ne, dass er hier. Ah, dass die Gebäude hier verlassen werden. So, verkehrstechnisch sieht das aber relativ, ja, außer hier in dem Bereich, ne? Hier in der Downtown Area. Aber es funktioniert halt alles, von daher würde ich das gerne erstmal so stehen lassen. So, wir haben hier so kleine. Die sehen aber cool aus. Sind zwar nicht gerade hoch, aber die sehen cool aus. Was sind das überhaupt für welche? Reiches Gewerbegebiet Büros. Ja, okay. Wir brauchen dann tatsächlich noch mehr Jobs, ne? So sehe ich das gerade. Dann bauen wir einfach noch ein Gewerbegebiet auf, Freunde. Jawohl. Wir expandieren hier weiter. Munter, munter, fröhlich auf uns los. Hier einfach mal 3x3 Dinger hin. So. Und dann hier unten einfach, Ah, ihr habt keine Verbindung, ne? Bushaltestelle, U-Bahn. Ah, darin liegt's. Okay. Ihr habt keine U-Bahn-Verbindung hier. So. Dann machen wir euch da halt eine Verbindung hin. So. Genau, und hier dann auch nochmal mit verbinden. So und so. Ganz genau. Und da kommen mehr Gewerbegebiete. Wundert mich gerade wirklich, ne, dass die hier unten nicht wirklich hoch werden, die Gebäude. 1455, ja, okay. Ja, egal. Das wird sich schon einpendeln, wenn die Bildung ein bisschen besser wird hier unten. Denke ich mal schon. Also, wir müssen halt einfach abwarten. Ne, das ist es halt. Wir müssen abwarten. Und Kriminalität ist hier unten eigentlich gar nicht. Ne? Deswegen, ja, wie gesagt, das braucht ein bisschen Zeit hier unten. Genau, ein 212er Gebäude. Einfach ein bisschen abwarten. So, dann machen wir mal weiter, würde ich vorschlagen. Wir machen hier mal eine Auffahrt hin. So, sehr gut. Die passt da wunderschön rein. Ach, das ist wieder ein schöner Flow. Ab dieser Woche SimCity 4 ja wieder
Im normalen Zyklus, das heißt zweimal die Woche, von Dienstags bis Dienstags und Donnerstags. Und weil wir jetzt unser neues Projekt Silent Hill haben. Ne? Und in diesem Projekt, das ist quasi der Resident Evil Nachfolger. Von daher, genau, haben wir jetzt bei SimCity 4 halt wieder den normalen Zyklus. Von zweimal die Woche. So, aber sollte nicht ganz so schlimm sein. Wir haben ja dennoch unseren Fortschritt, nicht wahr? Schaut euch das an. Da braucht ihr tatsächlich kleine Plazas hier drin. Wartet mal. Wir machen mal. Wir tauschen die mal aus. Mit kleinen Plazas. Nö, ist der gleiche Effekt, ne? Schaut euch das an. Ist derselbe Effekt? Oh ja, okay. gut, dann machen wir euch hier aber nochmal eine Monorail-Station hin. So. Ja, wobei, ich hab ja hier oben eine, aber ist okay. Wird trotzdem genutzt hier. Auf jeden Fall. Finanztechnisch sieht es wieder besser aus. Mach mal hier wieder den Bäume-Trick hin. So, damit wir hier wieder funktionierende Gebäude haben, Mensch. So. Jawohl. Ja, guckt euch das an. Die fahren alle hier, ja, hier ist wieder keine. Das heißt, wir brauchen einfach mehr Jobs. Okay. Was Jobs angeht, helfen die Bauwerker ja ganz gut, ne? Deshalb würde ich einfach mal vorschlagen, knallen wir denen hier einfach mal eine Mall hin. So. Ein Einkaufszentrum. Und, genau, einmal so. Und dann hier nochmal mit Grünflächen ein bisschen verschönern, beziehungsweise Plazas. Da kommt ein Geschenkchen, das kann bitte weg. Ach ja, ihr mit euren Geschenkchen, ne? Das ist... So, dann... Schauen wir doch mal, wie es jetzt hier weitergeht mit unseren Jobs. Sollt ihr eigentlich Mitarbeiter haben, oder? Arbeiter, ja. Ist okay. Sag mal, ich reiß euch gleich ab, wenn das so weitergeht. Was ist denn mit euch? Warum ist eure Bildung so kacke? Ah, wartet mal. Nee. Große Grundschule. Was sind das für... Wartet mal. Altersdurchschnitt. Müsst ihr in der Uni ausgebildet werden? Oder was ist hier mit euch? Warum? Ah, Lehrpersonal nimmt Auszeit. Wow, die kann man aber ein bisschen runterschrauben, finde ich. Lehrpersonal nimmt Auszeit. Diese Grundschule. Okay. Aber die ist doch komplett woanders. Warum geht eure Bildung nicht hoch? Das verstehe ich jetzt gerade nicht, Freunde. Sorry. Ich meine, wir haben alles möglich an Bildungseinrichtungen hier. Der Altersdurchschnitt sind junge. Aber die Bildung steigt nicht. Ich meine, hier sind Schüler. Och du Scheiße. Ach du Kacke. Okay. Dann baut euch mal bitte neu auf. Verdammt. Verdammt, was ist denn jetzt mit euch los, sagt mal. Ach du Kacke. Ja, ihr braucht halt... Ja, es ist halt... Ihr baut halt direkt Riesenklötze. Braucht aber erstmal die Bildung dafür. Damit ihr die Gewerbejobs in der Nähe halt, ja, besetzt. Ne, deswegen... So, ja, so muss das laufen. Seht ihr das? Da kommen doch schon die Jobs. Und, genau, ihr bleibt bitte gefälligst auf dieser Seite. Genau. Genau so soll es sein. Und wenn hierhin, dann, ja... Oha, was ist denn hier jetzt los? Aufgrund geringer... Ach so, okay. Geringe Nachfrage.
Ja, müssen wir jetzt mal. Oha, ja. Wir müssen ein paar Jobs hier auf der anderen Seite abreißen. Ja. Das ist natürlich jetzt blöd, dass wir hier die Nachfrage, ja, dämpfen. Aber das ist halt manchmal so, ne? Deswegen, solange hier unten auch weiter alles gut aussieht. Also die mittleren Jobs sind gerade nicht so gefragt. So sehe ich das hier, oder? Die mittelständischen Unternehmen. Müssen wir mal abreißen, tatsächlich. Und dass das hier als Wohngebiet angezeigt wird, finde ich auch geil. So. Dann baut euch wieder neu auf, bitte. So, Müll? Wie Müll fiel? Oh. Oh. Wartet mal. Gut, dass ich das gerade so sehe hier. Wir haben ein Müllproblem? Oder wie? Müll. Tatsächlich, Freunde. Tatsache, wir haben ein Müllproblem. Um Himmels Willen. Oh. Okay. Nachbarschaftshandel. Müll bitte exportieren. Nein. Abbrechen. Nachbarschaftshandel. 720 und hier. Ja, okay. Das. Okay. Daran liegt's also. Verstehe. Okay. Das heißt, Fortschritt erstmal anhalten. Wir müssen in die Nachbarstadt. Und einmal mehr Müllkraftwerke bauen. Viel mehr Müllkraftwerke bauen. Das ist ja wirklich heftig, was da an Müll zustande kommt. So. Ja. Das dauert jetzt natürlich eine kleine Weile, ne? Aber, das war hier, Mülldeponie geht doch auch. Mülldeponie geht doch auch. Oder wenn wir jetzt sagen, hier Nachbarschaftshandel Müll? Nee. Nee, das funktioniert so nicht. Schade. Okay, egal. Dann Zone wieder aufheben. So. Und Müllkraftwerke. Genau. Zack, zack. Zack. Drei Stück am besten. Und hier direkt wieder Nachbarschaftshandel mit unserer Hauptstadt. Ja, guckt euch das an. Da verdient sich diese Stadt hier eine goldene Nase mit. Das ist halt so. Sehr schön. Wir brauchen echt extrem viel Müllkraftwerke. Ne? Für den ganzen Müll aus der Hauptstadt. Das ist wirklich heftig, was da zustande kommt. So. Noch mehr bitte. Mehr importieren. 7000. Mein Gott. Das ist wirklich krass. Um das Müllproblem in unserer Hauptstadt mal zu beheben. Meine Güte, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, tatsächlich. Habe ich Nüsse mitgerechnet. Null. Aber gut, ist halt so, ist halt notwendig. Und ja, diese Warterei ist schon ein bisschen nervig. Komm schon, so. Nächster Nachbarschaftshandel. 7500. Ja. Wie sieht eigentlich die Nachfrage hier aus? Ja. Hightech, ne? Und Gewerbe. Gewerbenachfrage steigt. Okay, krass. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet, dass die ja doch, ich meine, wegen der Hauptstadt, ne? Und wegen dem Müllproblem der Hauptstadt. Okay, ich verstehe. Nachbarschaftshandel. 8300. Boah. Eieiei. Genau, und so treiben wir die Nachfrage nach oben. Ja? Und, ja, dann warten wir einfach mal ab. So. Ja, unsere Katze schaut mich gerade an. Komm her. So.
Warum steigt das nicht mehr so krass? Ja gut, die Kosten. Ne? Kostet halt auch. Aber hey, Nachbarschaftshandel. Okay, das war's. Mehr geht nicht. Gut. Speichern unsere Region bitte. Und dann schauen wir mal, ob, ja, ob wir jetzt hier das Müllproblem behoben kriegen. Ja, wie gesagt, das hindert so ein bisschen unser Wachstum gerade. Ne? Aber es kann ja sein, dass jetzt wieder mehr Gewerbenachfrage da ist. Durch das Müllproblem. Ja, schaut euch das an. Okay. Ja, seht ihr? Seht ihr das? Ha. Okay. Ja. Jetzt werden wieder mittlere Betriebe gefragt hier. Und wie? Was ist denn hier? So, Müll ist gering mittlerweile, okay. Es werden wieder mittlere Betriebe nachgefragt, komischerweise. Aber okay. Gut, hier bitte Graphen und einmal Müll anzeigen. So. Ja, krass, das war schon vor. Lehrpersonal nimmt Auszeit. Wo denn? Diese Grundschule hier. 2,8. Boah, die Kosten, die Freunde, schaut euch das an. Die Kosten sind ja heftig explodiert. Aber es kommen wieder neue Jobs hoch. Und da würde ich gerne aber auch mal schauen auf der anderen Seite, ob es hier jetzt wieder ein bisschen besser aussieht. Ja, das tut es. Okay, da kommen wieder die neuen Jobs. Alles klar. Das sieht wieder gut aus hier. Außer das hier, das können wir mal abreißen. So. Keine verlassenen Gebäude. Niemals, Freunde. Niemals. Und genau. Weil die verlassenen Gebäude ziehen nämlich logischerweise auch Kriminalität an. Und wenn Kriminalität da ist, entstehen keine Gewerbejobs. Und hier ist die Nachfrage irgendwie wieder ein bisschen gesunken. Die Bildung, ja, langsam, aber sicher steigt die Bildung hier unten in unserem neuen Gebiet. Lehrpersonal und Auszeit? Nee, ist weg. Okay. Die Meldung ist weg. Was ist das hier jetzt? So, wir sind gerade 10.000 in den Miesen. Das gefällt mir nicht. Kunden hoch, Kriminalität gering. Müllmittel. Ja, der Müll sollte aber eigentlich. Ja, es wird weniger, ne? Wenn euch mal das mal beobachtet. Müsste eigentlich jetzt kontinuierlich weniger werden. Ah, Müll. Ja, guckt euch das an. Machen wir mal hier die Zeitachse ein bisschen größer, dann sehen wir, dass es runtergeht. Okay. Zum Glück habe ich das noch rechtzeitig bemerkt mit dem Müll. Ohne Witz. Ohne Witz. So. Das sagt, der Müll geht weiter runter. Ja, seht ihr, die Punkte werden immer weniger. Ja, dann, das heißt, die sollten sich jetzt hier eigentlich auch nicht beschweren. Müll gering, ja. Dann machen wir es euch mal wieder ein bisschen schöner hier. So. Oder funktioniert das nicht? Nee, das funktioniert irgendwie nicht. Okay. Was ist das da? Geringe Nachfrage. Okay. Wir müssen auf gebildete Leute warten. Bildung wird besser hier unten. Wow. Oder halt eine Steuersenkung nochmal. Das könnte uns auch wieder in ein finanzielles Loch reißen, wenn wir jetzt eine Steuersenkung machen. Och Mann. Geringe Nachfrage hier. Ja, kommt. Ich möchte mein Wachstum nicht riskieren, deswegen. Mach eine Steuersenkung auf Gewerbe. Auch wenn wir dadurch echt in ein finanzielles Loch erstmal fallen. Aber dadurch kommt hier wieder Nachfrage hoch. Sollte eigentlich.
Jawohl. Jawohl, schaut euch das an. Gut, dann bitte die Gebäude wieder beziehen. Los. Sehr gut. Sehr gut, das hier ist wieder in Betrieb. Das ist ein mittleres, ne? Mittleres Gewerbegebiet. Ja, sollte eigentlich auch wieder bezogen werden. Oh, 7000 Jobs, die da flöten gehen. Das ist wirklich heftig. Ja, gut. Machen wir es halt so. Gut. Ja, alles klar. Das heißt, wir haben hier wieder eine stabile Nachfrage nach Gewerbe. Yeah, Millennium Tower. Schickes Ding. Hey, schickes Ding. Machen wir mal unter Denkmalschutz. Ich würde sagen, wir machen einfach jetzt mal die Folge mal 5 Minuten länger, weil wir gerade hier so eine verzwickte Situation haben. Aber hier wird wieder gut aufgebaut. Das ist sehr gut. Genau. Einmal Bäume-Trick hier, dass wir hier vielleicht Hochhäuser kriegen. Ja, ja, okay. Der Rest ist halt wie Bandagen plus schon wieder. Was ist denn mit euch los? Boah, wie viele Leute hier einfach einen Arzt brauchen, das ist unglaublich. Obwohl wir die ganzen Stadtregeln schon alle in Kraft gesetzt haben. Naja, okay. So, da haben sie aufgehört zu streiken. Was ist denn hier jetzt schon wieder? Was ist mit euch los? Lange Pendelstrecke. Ja, warum fahrt ihr auch auf die andere Seite? Ganz ehrlich. So. Okay. Ja, verlassene Wohngebäude sind halt auch immer ein bisschen kacke. Das heißt, wir müssen die Bildung wieder runterdrehen. Verdammt nochmal. Und wir haben das Einwohner-Cap erreicht. Das heißt, ja, hier werden keine Einwohner mehr einziehen, bis wir neue Plazas aufbauen. Dann würde ich vorschlagen, machen wir das. Große Plaza. Zack. 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 So. Und da ist wieder Nachfrage. Sehr gut. So, Lehrer. Okay, in der weiterführenden Schule. Wo bin ich jetzt hingerannt? Hier, okay. Gut. Das Problem möchte ich gerne lösen, bevor wir die Folge... Ach du Kacke. Ach du Kacke. So. Okay. Wow. Nicht einfach so eine Riesenstadt zu handeln. Also wirklich nicht leicht. Aber ich glaube, jetzt haben wir es. Genau, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir wieder eine stabile Grundlage zum Weiterbauen. Oder was ist hier mit euch? Warum geht es euch nicht gut? Ich glaube, jetzt haben wir wieder eine stabile... Ja. Müll gering. Müll müsste weg sein. Der Müll ist komplett weg. Ach, danke. Danke, wirklich. Gut. Freunde, dann würde ich sagen, speichern wir das. Und dann würde ich sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja. Da würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.